Uthman ibn Mad'un. Uthman ibn Mad'un, einer der ersten, die nach Habascha, nach Abessinien ausgewandert sind. Und der erste Sahabi, der in Medina gestorben ist, von den Muhajirun, der in Al-Baqi beerdigt wurde. Und Uthman ibn Mad'un, eines Tages kam ein gewisser Sha'ir, ein gewisser Poet namens Labid, und er hat etwas gesagt im Shir, was gegen die Botschaft Allah ist, und er sagt, kadhabt. Ja, weil er sagte, dieser Sha'ir, dieser Poet sagte, jede Ni'ma wird vergehen. Und da sagte Uthman zu ihm, man muss sich das vorstellen, wie ein Konzert war das ungefähr damals. Es kam ein berühmter Poet und alle standen dort und Uthman ibn Mad'un wollte selber zuhören und er hört, dass er sagt, jeden Jahr wird vergehen, er sagt, kadhabt. Du hast gelogen. Vor allen Leuten. Und dann sagt er, die Ni'ma vom Jannah, die wird nicht vergehen. Weil Allah die für die ewige Belohnung, für die Gläubigen, weil Allah das Paradies als ewige Belohnung für die Gläubigen vorbereitet hat. Ja. Er sagt, kadhabt. Die Ni'ma, die Gnade, die Gabe vom Jannah, vom Paradies wird nicht vergehen. Und dieser Sha'ir ist schockiert. Er sagt zu den Leuten, wird man jetzt so hier bei euch behandelt? Hier bei euch unter den Quraysh, hier in Mekka? Und daraufhin kam es zu einer Schlägerei und Uthman ibn Mad'un wurde am Auge verletzt, beziehungsweise verlor sein Auge, wird auch gesagt. Später sagte er, wahrlich, mein gesundes Auge ist neidisch auf das kaputte Auge, was es auf dem Weg Allahs erlitten hat. Das ist die Einstellung, die man haben muss.